Ja, hallo jemand, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3 auf Fränkisch. So, wo sind wir? Das hätten wir. Das neue Zuhause sollen wir suchen. Identität des Androiden. Ja, dann machen wir doch mal das Ödland Überlebenshandbuch weiter, ne? Die Meierlachs. Lurks. Aha. Ja, dann marschieren wir doch da mal hin, hä? Das sind auch leider unentdeckte Orte noch. Ah, stimmt, meine coole Motorsäge habe ich ja hier. Ja, mal gucken, was hier so gibt. Nichts. Rein gar nichts. Okay. Kann ich irgendwie aus dem Fenster raushüpfen? Da ist zu, da ist zu. Gehen wir mal nach da. Was ist das hier? Ist ja auch zu. Okay, hier komme ich anscheinend nicht weiter. Ach, da werde ich wahrscheinlich da vorne über die Brücke drüber müssen. Dann gehen wir mal zum Supertupermarkt zurück. Da haben wir ja im Prinzip auch gestartet, bevor uns der Typ da angelabert hat. Okay. Ja, dann gehen wir mal da dahin. Das sind lauter so komische Roboter hier. Ich würde da gerne mal einen übernehmen. Ich brauche meinen Ede wieder. Magst du mein Ede sein? Nein. Ein Augenbot aus der Enklave. Okay, dann gucken wir mal, was ist denn das da für ein lustiges, großes Gebäude. Und das hier, was sind denn das? Da müssen wir. Da schauen wir erst mal, was das da ist. Ob das was ist. Überhaupt. Guck mal, was ist das da vorne? Das ist ein Männle. Aber das scheint mir hier nichts zu sein, oder? Nein, hat keinen Angang. Okay. Dann ist das da unten was. Schaut auch eher weniger so aus, ne? Können wir da rein. Ne, was? Hier ist was. Wilhelms Wharf. Captain. Was soll denn das heißen? Part. Dockside Bar and Grill. Okay. Captain irgendwas, Dockside Bar and Grill. Oh, da sitzt jemand. Hi! Oma Sparkle. So etwas. Ein Umherziehender hier draußen in Rock Creek. Sie müssen eine sehr wichtige Aufgabe haben, wenn Sie hier draußen herumirren. Es geht mich zwar nichts an, aber wenn Sie Zeit haben und an einem Tauschhandel interessiert sind, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Was machst du so weit draußen, Oma Sparkle? Meine Jungs jagen Lurks. Die haben das beste Fleisch, das man kriegen kann. Es bringt den Magen nicht so durcheinander wie Maulwurfsrattenfleisch. Ganz schön gefährlich, diese Dinger. Die reißen ihnen den Kopf ab, sobald sie sie sehen. Seien Sie hier draußen vorsichtig. Die sind einfach überall. Überall. Okay. Ist hier irgendwas im Gange? Vor einiger Zeit kamen ein paar Typen und sagten, dass sie nach einem Wohltäter suchen, der aus einer ihrer Worts gekommen war. Ich habe ihnen gesagt, dass ich so jemanden nicht gesehen habe und habe sie ziehen lassen. Vielleicht sind sie immer noch hier, wenn sie ihnen helfen möchten. Okay, ich möchte handeln. Wir brauchen ständig Kugeln. Es sind fast 100 Kugeln nötig, um einen Quarry zu töten. Okay. Du hast ein ganzes Bleirohr zu bieten. Und 30 Kronkorken. Das ist ja... beenden.
Na, ich bin nicht handeln. Okay. Tschüss. Yep. Kann man da nein? Nein. Gut, das war das. Naja. Da oben ist noch was zu entdecken. Das machen wir auch gleich. Gehen wir mal entdecken. Eine Metrostation. Überflutete Metro. Da gehen wir mal rein. Da gehen wir mal gucken, was da drin ist. Blut. Da ist einer reingelatscht und hat sich verletzt. Und hat eine Blutspur hinterlassen. Der folgen mir natürlich. Oh oh. Das ist cool. Fatz. Ist ja leicht down gegangen. Blaue Zutrittskarte. Mhm. Was heißt blaue Zutrittskarte? Für was brauche ich die? Ah, eine Runde schlafen. Machen wir natürlich immer. Ist ja klar. Okay, hier war dann nichts mehr, oder was? Gut. Ja, dann spitzen wir doch mal da rein. Oder? F5'eln. Da werden wir jetzt die blaue Zutrittskarte brauchen, oder? Auch nicht. Okay, aber das sind ja dann auf jeden Fall... Hallo? Hallo? Meine Herren. Noch einmal der blaue Zutrittskanne, nehmen wir auch mit. Ja, hier gibt's nichts oder was? Das kann aber nicht wahr sein. Naja, also gut. National Cemetery. Cemetery. Was sind wir hier? Aha. War ich da nicht schon mal von der Seite? Wollen wir gleich mal gucken. Servicebereich, freilich, da bin ich doch hier mal gestanden, oder? Was ist denn da vorne? Oh oh. Ja, komm her. Oh. Oh 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 oh. Was habe ich denn schon wieder so für Sachen? Naja, Gott sei Dank habe ich das ICQ mal wie immer nicht ausgemacht.
Ja. Nicht mit mir. Okay, ich muss mal irgendwas loswerden. Aufklärerrüstung, Gewicht 20, Schleichen bis 5, naja, das. Oder war die Füllwert? 22, na. Okay. Okay, wo war ich hier also doch noch nicht, hä? Was ist denn das da Cooles? Ja, schick. Schick. Aber ich glaube, wir gehen mal wieder zurück, sonst kommen wir zu weit vom Weg ab. Wilhelm's Wharf war das, ne? Okay. Dann spitzen wir mal über die Brücke drüber. Anchorage War Memorial. Müssen wir da hin? Was sind überhaupt die Quests? Bevor wir jetzt da irgendwas. Den Beobachter in einem Laichballen in Anchorage War Memorial platzieren. Optional keine Murlocs in Anchorage War Memorial töten. Okay. Die sind gut. Wie soll ich denn da durch? Komm hin. Verdammt. Aber was? Dann machen wir jetzt mal F9. Okay, also. Minen. Da vorne. Das gibt gute XP, wenn wir die entschärfen. Oh, da war eine, okay. Nein! Na gut. Man kann nicht alles haben. Ich nehme an, da geht's rein, oder? Ja. Also gut, F5. Speichern wir mal. Und dass ich jetzt keine Murlocs töten. Das wäre ja schon eine Gefahr. Jetzt kann ich ihn herlocken und dann kann ich dann überlatschen und runter springen, ne? Ups, na, okay. Okay. Okay, das läuft nicht. Oh. Wow. Optionales Ziel schon mal nicht erreicht, ja. Das. Das habe ich schon gemerkt. Das wurde ja ein wenig schwer, würde ich behaupten. Aber Gott, muss ja nicht sein. Oh, was denn da? Was ist denn hier Schönes? Na! Buch der Elektronik! Reparieren um 2 erhöht. Das ist ja toll.
Roten Zwerg brauchen wir nicht, ne? Lackierpistole brauchen wir auch nicht. Okay. Okidoki. Wo man hier rein muss, weiß man eh nicht, ne? Geht's denn hier hin? Ah, das wäre... Ah ja, okay. Das war dieser Weg. Oh. Böser, böser Murloc. Ha, ein Terminal. Also, was gibt's hier? Buttering. Nur immer drei. Sechs. Das da, oder? Oh nein. Warte mal. Dann muss das sein. Ja. Muss. Es musste geradezu. Oh, wow. Mhm. Okay. Klinik. Das war... Da war ich ja drin, ne? Ja. Okay. Klinik. Dann schätze ich mal hier entlang, oder? Ist hier noch was? Nee. Ah. Kampfrüstung. Aber naja. Zu schwer. Das sind die Meyer-Lux. Da sind ein paar mehr. Vorsicht. Gefahr. Oh Mann. Hacken, yeah! Repaired. 5 von 8. Nein. Nicht. Rip. On it! Nein. 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 Nee. 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 Naja, das hatte ich ja schon. Hä? Bin ich jetzt blöd?
Nee. 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 Ja, das hatte ich auch schon. Ri? Nee, da wären ja auch plus 3 gleich. Rep gleich. E gleich. Das heißt 4. Ah nee, 5. Okay, dann das. Was gibt's hier zu tun? Was kann ich machen? Sperre aufheben? Nein, da warten wir mal. Ob ich das nicht so hacken kann. Und dann kriege ich ja doppelt XP. Hm, bin ja nicht blöd, ne? Haha. Me not stupid. Okay, da ist nichts. Lootpakete und Stimpack. Naja, immerhin, ne? Ist ja wurscht, was ich krieg. Hauptsächlich krieg ich was. Und da komme ich her, ne? Okay, dann. Naja, dann. Was ist das? Ist ja ekelhaft. Gehen wir mal runter da. Das? Milo König! Bist du des Wahnsinns? Hab ich so einen Unsichtbarmacher? Ah, okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder zurückkommen. Gehen wir mal da entlang. Okay, okay. Ich hab's getan. Ich hab's geschafft. Mehr schlecht als recht, aber ich hab's gemacht. Muss ich nur noch hier wieder irgendwie rauskommen. Da vielleicht? Ja, hallo? Da? Nee. Da? Da. Okay. Dann gehen wir mal zurück nach Megaton. Ich bin ja immer noch unsichtbar. Ja, komisch, dass die mich gesehen haben, ne? Obwohl ich unsichtbar Hallo. Bin. Anscheinend hätte es nicht Ewigkeiten. Verschlossen? Wie spät ist denn? Ah, okay. Müssen wir noch eine Stunde warten? Sind Sie intelligent? Haben Sie ein Oberhaupt? Eine Art König? Oder Priester? Oder irgendein schleimiges Gemeinschaftshaus? Ja, da, Observierungsgerät ist aktiviert. Nein, Sie haben sie doch hoffentlich nicht gereizt, oder? Ich bekomme nämlich vom Beobachter kein besonders gutes Signal. Ich glaube, Sie haben ihn im Schlamm vergraben. Oh, ich hoffe doch sehr, dass es wirklich nur Schlamm ist. Na, auf jeden Fall haben Sie sie gesehen. Zumindest kurz. Was haben Sie an ihnen beobachten können?
Ja, das sind wilde, groß und so. Smalltalk, Smalltalk mögen die nicht so. Das wusste ich, aber es wirft die Frage auf, ob sie eine eigene Sprache besitzen oder nicht. Vielleicht sollte ich das später genauer erforschen. Ich wünschte, wir hätten mehr Informationen, aber so ist es eben. Hier ist die Bezahlung. Vielleicht sind sie ja damit beim nächsten Mal diskreter. Ja, es ist jetzt das zweite Kapitel abgeschlossen. Sie liegen goldrichtig. Es ist vollbracht. Ich glaube, ich habe Ihren raffinierten Stil, da draußen Probleme zu bewältigen, gut eingefangen. Ich habe natürlich etwas Angst, dass die Aufmachung den Inhalt verdrängt. Bringen Sie mir also gute Informationen, um das Problem zu beheben. Hier ist Ihr Lohn. Ich weiß, dass Munition nicht zu Ihrem Stil passt, aber sie eignet sich hervorragend zum Tauschhandel. Auf zum nächsten Kapitel. Super. Also, letzte Kapitel. Das letzte Kapitel ist etwas esoterischer. Es geht um das Überleben der Menschheit als Ganzes und den Wiederaufbau der Gesellschaft. Tiefsinnig, was? Total. Wir wollen herausfinden, wie große Siedlungen gegründet und alte Technologien eingesetzt werden. Auch brauche ich Geschichtsinfos aus einer Bibliothek. Wir sind auf der Zielgeraden und sollten nochmal zum Endspurt ansetzen. Was wollen wir zuerst angehen? Einsatz alter Technologien. Ja, ich könnte mal in der Bibliothek nachgucken. Oh, das würde mir natürlich sehr viel Zeit ersparen. Ich wette, dass dann allerdings bestimmt nicht Ihr Name auf dem Umschlag steht. In Büchern hat die alte Welt ihr Wissen festgehalten und die Bücher hat sie in Bibliotheken aufbewahrt. In Arlington soll sich eine Bibliothek befinden. Sehen Sie nach, ob sie noch dort ist und Sie Daten vom Computer runterladen können. Diese wären für den Wiederaufbau der Menschheit von großem Wert. Ja, okay, was bekomme ich denn dafür, wenn ich da nachgucke? Es liegt ja auf der Hand, dass Sie mit Büchern belohnt werden. Oh, toll. Aber womöglich sind keine Bücher da. Was halten Sie also von guten alten Kronkorken? Wer weiß, was Sie sich mit all diesen Kronkorken kaufen können. Alles Mögliche. Sogar ein Buch. Okay, mach ich. Großartig. Die Bibliothek sollte in Nähe der Innenstadt im alten Arlington sein. Versuchen Sie, die Computerarchive herunterzuladen. Falls das nicht geht, wären auch die Kartenkataloge nützlich. Jede noch so kleine Information kann dem Buch und damit der Menschheit zugutekommen. Okay. Was hast du im Angebot? Was darf's denn sein? Naja, du hast ja auf jeden Fall mal ein wenig Geld, ne? Da könnte ich ja mal ein wenig was verkaufen. Also. Ach komm, chinesische Pistole, 32er Pistole. Das behalten wir mal. Sturmgewehr behalten wir auch mal. Holzhammer behalten wir auch mal. Jagdflinte. Kampfmesser. Kreuzschlüssel. Laserpistole. Messer. Nagelbrett. Raketenwerfer, ja. Splittergranate. Splittermine. Todeskrallenhandschuhe, ja, den kannst du auch haben. Okay, jetzt bist du schon wieder gedingst, ne? Ist egal, warte mal, wir machen mal. Was ich immer brauchen kann, sind Stimpacks. Oh, da kriege ich trotzdem. Okay. Naja, dann, warte mal. Dann machen wir halt einmal zur Jagdflinte nochmal zurück. Das Kampfmesser. Okay, jetzt. Gute Jagd. I have to go. Rüsti. Okay. Zündflammenbauteil und Motorradhandbremse. Behalte sie im Auge. Dort? Gibt es dort Bücher? Machen Sie. Ich könnte. Ja, ich würde das jetzt nicht hören. Ich möchte jetzt. Was? Sonst vergesse ich das doch. Zündflammen irgendwas. War es das? Egal. Und Motorrad.
Irgendwas. Benzintank. Gute Jagd. Aber ob das das jetzt war, wahrscheinlich nicht. Motorrad Handbremse, verdammt. Wissen Sie, es gibt da ein... Was? Eine Motorrad Handbremse, die wirst du nicht haben, ne? Ne. Gut. Hast du... Wie sieht's mit Reparieren aus? Haben Sie plus 3 Schaden. Wie viel macht denn das? 59. Komm. Nehmen wir mal mit. Und? Achso, und mein Kittel, den Ach, kannst du vielleicht auch mal schon, reparieren. Dass der Mensch... Ach, kannst nicht. Okay. Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Ja, dann mach's auch nicht. Menschenskinder. Okay, da hinten. Bibliothek von Ellington. Nee, da machen wir jetzt mal mit der Hauptquest weiter. Da und dann da. Okay, dann reisen wir mal wieder zum Superdupermat. Und gehen da links irgendwie eine Brücke rüber. Ah, da. Dann darüber. Okay. Was kommt denn da vorne? Oh, oh. Das ist da schon wieder ein Feind. Ich laufe ja gar nicht. Was erinnert mich dran, ich soll da mal wieder 2 Stimpacks anwerfen. Bleib stehen! Na, dann halt nicht. Raider, Raider, Raider! Zur Hölle damit! Dann kriegst halt deinen Pistolenschuss ab. Verschämtheit. Hallo Kuchen. Gut, das war Trennmesser. Wo ist denn hin? Da irgendwo? Hä? Where to? Unten sind ja schon wieder Raider. Oh, ja, ja. Ja, ja. Da unten! Da machen wir nochmal F5 und hüpfen runter, hä? Oh! Oh! Wow. Wow, was? Was zur Hölle?
Was zur Hölle? Ja, super, den. Okay. Und go, 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 go. Schneller, oh. Schneller. Au, au, au. Au, au. Au. Au, au. Au, 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 au. Okay. Mutanten sind mir noch ein wenig zu schwer, habe ich so das Gefühl. Okay. Was gibt's hier? Oh. Und das? Da nehmen wir mal Brass. Booty. Oh. Dann Boost. Was darf ich hier machen? Oh, aktivieren. Metro-Rolltreppen einschalten. Geht nicht. Beleuchtung. Geht auch nicht. Okay. Aber dich. Cool. Metro-Sicherheitsprotokoll wird initialisiert. Ja, mach mal. Stationssicherheitsnetz offline. Metro-Central. Keine Antwort. Bedrohungslevel Omega. Tödliche Gewalt genehmigt. Okay. Tödliche Gewalt genehmigt. Ich habe ein Metro-Ticket. Ich habe ein Metro-Ticket. Okay, wo gehst denn du jetzt hin? What's up? Bitte weitergehen. Okay. Achso, da war ich, da komme ich her. Soll ich dir mal. Ah, guck. Luft ist zwecklos. Gerechtigkeit wird rasch und ausgewogen angewandt. Okay. Machst mir jetzt da die Viecher ein wenig platt, hä? Ah, weiter gehen. Ich trete jetzt hier nirgendwo hin. Und von wegen falscher Alarm, das war höchst gefährlich. War das. Rasenmäher öffnen. Rasenmähermesser. Da kommt jetzt nochmal mit, oder? Was brauche ich? Ein Motorrad, Handbremse, ne? Das war's, glaube ich. Aber ihr seid hinter dem Gitter. Wo lauft ihr hin? Gehen wir mal da rein. Elektrische Leiter.
Brauche ich nicht. Brauche ich da Motorsägenhandbremse, Motorradhandbremse. Lunchbox. Staubsauger. Torschlüssel. Sehr schön. Ah, und da ist wieder cool. Gasströmtest. Sicherheitssafe aufschließen. Okay. Ach, jetzt habe ich den aus. Laserwaffenprotokoll. Okay. Nikola Tesla und ich. Halt, das nehmen wir auch mit. Was haben wir denn da für eine Notiz? Ach ja, ich erinnere mich, da war Gas. Da war Gas. Okay, Trennmesser. Oh, was jetzt? So, und wieder da. Da ist mir gerade mein Spiel abgeschmiert. Ich hoffe, ich habe genau den richtigen Zeitpunkt wieder erwischt. Aber ich glaube schon. Sieht ein bisschen so aus. Da habe ich ja einiges zerstört hier. Da oben ist eine Tür und das ist da unten. Nichts. Doch, da ist auch eine Tür. Gehen wir da erstmal da rein. Aha. Eine Rakete. Noch eine Rakete. US Army. Die US Army. Was hat sie denn zu bieten, die US Army? Größere Waffen hat sie zu bieten. Okay. Oh. Was machst denn du da? Mist, vorbei. Da warst du in der Wand verpackt. Naja, das kann passieren. Bei dem umfangreichen Spiel sei sowas echt immer verziehen. Das ist... ja. Da kann man nicht erwarten, dass es überall alles funktioniert. Okay. Was ist das? GNR Outpost? Sehe ich da hin? Ja, das ist mir da. Wer weiß, wo ich da hinkomme. Okay. General bla bla bla. Bla bla. Da gehen wir hin. Dampfanzeige, elektrische Leiter. Okay. Wow.
kleinen Kakerlaken jetzt hin? Ja, Mystery hier. Oh, oh. Oh, oh. Ist das jetzt denn ernst, dass ich sowas besiegen muss? Weil ich meine, da bin ich ja jetzt nicht so gut drin, ne? Wow, seht ihr das da oben? Da fliegen ganze Autos durch die Gegend. Was machen die denn? Ja, ICQ, ich weiß schon, dass du da bist, aber ich bekomme hier totale Panik. Jetzt habe ich also die Auswahl zwischen dem Riesenviech und den... Oh Gott. Das heißt hier... Wow! Wow! Okay, der hat bestimmt irgendwas Cooles dabei gehabt. Wo bist du? Wo bist du hingeflogen? Seh dich nimmer. I don't see you. Ah, nee, doch nicht. Hm. Da. Ein Nagelbrett. Ja, so cool dann doch nicht. Eine Lackierpistole. Kommt da irgendwie rein? Ah, Ticketschalter. Okay, aber da gibt es ja wirklich nichts. Dann einmal nach da. In der Hoffnung, dass wir da auch hin müssen. Aber es sieht gut aus. Das sieht gut aus. F5. Occupied. Pad. F9. Das lasse ich mir nicht bieten. Das nicht, ja. Was liegt hier? Bleirohr, Teddybär, was? Paul. Pulowski-Erhaltungsbunker nennt sich das. Aha. Aufbereitetes Wasser, naja. Bleirohr, komm, nimm mal mit. Ah, wo sind wir? Telney Town Station. Ab hier. Und da ist Friendship. Dupont, Metro Central. Okay. Was sind das? Gut, wo soll ich hin? Da geradeaus. Okay. Aber da ist noch eine Station, da stiefel ich gerade mal hin, um die noch zu entdecken. Das
Sind ja alles Wegpunkte. Okay. Bla 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 East. Brüder, oh. Zu den Waffen! Verbündeter im Schussfeld! Auf Ziele! Okay. Danke, Jungs. Ist das der Schwachkopf, der uns den Hinterhalt versaut hat? Ihr redet gerade mit mir, ne? Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Okay. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin Wächterin Lyons von der Lyons Pride. Von der Stählernen Bruderschaft. Keine Sorge, wir sind auf Ihrer Seite. Zumindest hoffe ich das. Was war denn das jetzt nochmal mit Galaxy News Radio? Momentan muss ich ja gibt hin. Es in den Ruinen nicht viele sichere Orte. Aber das Galaxy News Radio Gebäude ist sowas wie unser Hafen im Sturm. Leider wurde das Gebäude in letzter Zeit stark beschädigt. Wir sorgen für die Sicherheit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, müssen wir aber mal los. Mit wem habe ich denn zu tun? Ich bin Sarah Lyons, Paladin und Truppenkommandantin der Lyons Pride. Wir sind bei der Stählernen Bruderschaft. Wir tun unser Bestes, um die Supermutanten in dieser Gegend zurückzudrängen. Aber wenn uns Zivilisten ins Schussfeld latschen, wird's schwierig. Wenn er neue Rekruten gebraucht? Nein, wir suchen keinen neuen. Ah. Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten. Unser Neuling Redin ist ein Paradebeispiel. Okay. Vorsicht da draußen. Dann folge ich dir, Redin, ne? Auf mein Ziel. Das sieht gut aus. Einfach meinem Zeichen nach. Keine toten Helden heute, okay? Wie sieht's aus? Alles ruhig, Wächterin. Fünf Mutanten wurden von den Leiden erlöst. Power-Rüstung? Kann ich die anziehen? Naja, Wert 8. Wert 0. Rentiert sich jetzt nicht. Gut. Jennings? Negativ. Ein neuer Rekrut. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Der, der drüben auf der 42. dem Haufen Biester begegnet ist. Willkommen. Okay, das Übliche. Redin tut einfach genau das, was Paladin Vargas sagt und hält sonst ihren Mund. Jawohl. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir sind die beste Einheit der ganzen Stählernen. Oh. Abstand warten, klar? Soll ich den mal beklauen? Wow! Für den ältesten Lion. Weiter feuern! Die bluten genau wie alles andere auch! Ja, ich kann mit meiner Säge jetzt nicht viel helfen, das tut mir total leid. Jagdflinte, ey, wie viele Jagdflinten kriege ich denn da von denen?
Oder müssen wir mal der wenig kombinieren hier, ne? Ist ja klar. Okay. Feuern Sie jetzt auf dieses Ziel. Ich feuer auf gar nichts. Ihr macht es schon. Und wieder Jagdflinten. Darf ich Zeug damit nein? Soll ich hier mit hoch? Wo soll ich denn hin? Paladin, Captain, Colvin. Das Ödland wird vergessen, dass es dich je gab. Komm, ich kann hier hinüber. Gibt's hier was Tolles? Seid ihr? Seid ihr schon da vorne? Oh! Und? Sie können uns bis zum GNR folgen, aber bleiben Sie in Deckung, wenn Sie nicht... Okay. Okay, wir treiben sie heraus und ihr packt sie zusammen. Auf mein Zeichen. Oh, was ist denn hier? Los. Soll ich ein wenig mithelfen? Komm, ich kann ja auch ein wenig mithelfen. Alle down? Three Dog, nach Papa fragen. Okay. Wir werden sehen. Aufhören. Reine Munition. Ja, da muss ich irgendwas wegwerfen, das ist ja klar. Was haben wir hier an Kleidung? Ja, weg. Ödland Chirurgen Outfit. Sturmgewehr weg. Nagelbrett ist zu schwer. So viele 10mm Pistolen braucht auch keine, okay. Wir müssen den Bereich durchsuchen. Dass alle Biestern wie Sie waren? Wir teilen uns auf. Ich gehe nach Westen. Hatte der noch was anderes? Ne? Wenn wir drin sind, kann die Party steigen. Okay. Reingehen. Bitte? Wow! Genau nach der Hochbreit. Kurze Kon. Wo ist die Fatman? Wir versuchen uns zu beschäftigen. Irgendwas helfen, super, bla bla bla. Fatman, Fatman. Okay, wie. F5. Wow! Zu den Waffen, zu den Waffen! Yeah! Mini-Atombombe! Dann muss ich mich jetzt wohl bei Ihnen bedanken. Ja, aber auf jeden Wahnsinn. Fall ist das Gebiet sicher. Sie können also gerne mit Three Dog reden, falls Sie das tun müssen. Ja, bist du sicher, dass du keine Rekruten mehr brauchst? Nein, wir suchen keinen neuen. Ich bin mir sicher, sie kommen auch so gut zurecht. Ja, aber wir schweifen vom Thema ab. Fatman! Fackelt nicht lange, hä? Das fasse ich mal als Kompliment auf. Naja. Wenn wir die Supermutanten nicht davon abhalten, alles und jeden im Ödland der Hauptstadt umzulegen, wer dann? Die Bruderschaft tut ihr Bestes, aber manchmal braucht man was Spezielleres. Und da kommt die Lion's Pride ins Spiel. Mhm. Muss ich sonst noch was über GNR wissen? Die Bruderschaft brauchte einen sicheren Außenposten. Und der Typ, der den Radiosender betreibt, brauchte Schutz vor den Supermutanten. Es ist ein Verhältnis, von dem beide profitieren. Okay. Three Dog betreibt den Sender. Er sendet im Prinzip ganz alleine. Er ist... interessant. Das muss man schon sagen. Okay.
Ja, tut mir leid, wie hier im Reddin. Sie hatte einen schönen Tod. Im Endeffekt ist das doch das Einzige, was zählt. Weiß ja nicht, was bei dir... Also du bist... Das Vorsicht. Ist sehr eigenartige Einschätzung von schönen Toten. Holomarke. Nehmen wir mit. Sturmgewehr nehmen wir auch nochmal mit. Du hast auch Sturmgewehr. Kann man das irgendwie... Kann man die mal miteinander kombinieren vielleicht? Eins legen wir wieder ab. Ab bei dem Sturmgewehr machen wir das auch. Komm. Wer braucht denn zwei Stück davon? Wo ist denn der Riddick, der Tode? Da ist der Supermutant. Flammenwerfer. Mmh. 79 Kronkong. Mikrofusionszellen. Psycho, Rakete, Stealth Boy. Und ein Flammenwerfer. Ich muss ihn mitnehmen. Bin ich überlastet, okay, was könnte ich denn ablegen? Das da, er hat nur Gewicht 1, bringt mir gar nichts. Das Bleirohr, den Baseballschläger. Ja, das es reicht ja schon. Es ist ihre Schuld, Vargas. Reddin war gut genug für die Pride, das hat sie hier und heute bewiesen. Gehen Sie. Ja, ich weiß. Verdammte Scheiße. Wenn wir zurück in der Zitadelle sind, werde ich mit den Gelehrten reden. Es soll vermerkt werden, dass Parla den Reddin... Na gut. Oh, da liegt noch einer. So, und hier geht's dann rein. Aber da verabschiede ich mich jetzt erstmal. Da machen wir das nächste Mal weiter. Ich wünsche euch was. Bis demnächst.